Content Marketing und aktuelle Inhalte. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMO AG. Ganz wichtig, wenn es ums Thema Content Marketing geht, sind die Inhalte aktuell zu halten. Das können einzelne Seiten sein, Landingpages, damit ich auch die immer wieder mal update. Denn was vor einem Jahr aktuell war, ist es vielleicht heute nicht mehr oder es gibt zusätzliche Informationen. Es macht also überhaupt nichts, dass ich auch mal an einer bestehenden Seite Inhalte optimiere, ergänze, reduziere. Aber natürlich auch News. Und bei News, da sehe ich natürlich sehr schnell, ob die aktuell sind oder nicht. Hier auf unserer Seite beispielsweise sehe ich hier die News. Das können Sie auch auf anderen Seiten sehen. Meistens wird das Datum dazu geschrieben. Das empfehle ich auf jeden Fall. Das sieht auch Google und dann kommt Google eben wieder vorbei und indexiert die Seite. Und je häufiger das passiert, umso größer die Chance natürlich, dass neue Inhalte bei Google aktuell gehalten werden und angezeigt werden. Also ganz wichtiges Thema beim Content Marketing. Nicht nur einmal im Monat was machen, sondern immer wieder schön was dazu tun. Dann kommt Google wieder vorbei und ich kriege auch über die Suchmaschinen wieder Besucher. Wie kann ich aber sehen, wie oft Google vorbeikommt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem auch in den Webmaster Tools. Ich kann es aber auch abfragen, hier mit dieser Cache-Abfrage und dem URL. Wenn ich nun Enter drücke, komme ich auf unsere Seite drauf, wie sie Google sieht. Und hier oben drin sehe ich das Datum, wann Google zum letzten Mal vorbeikam. Wir haben heute den 1.12., das ist der 29. November, an dem Google zum letzten Mal vorbeikam. Also die heutigen Inhalte vom 1.12., die sind noch nicht bei Google indexiert. Ich hoffe, das passiert bald. Trotzdem 2 Tage, das passt, das ist in Ordnung. Ich muss sagen, bis 5 Tagen für eine Corporate Website, vielleicht auch mal 7, ist absolut im Maße drin, das reicht. Trotzdem schauen Sie, dass Sie regelmäßig neue Inhalte reinbringen, dass Sie bestehende optimieren und immer wieder anpassen. Über Kommentare freue ich mich wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG.